Ultrabooks sind oft die besseren Windows 10 Notebooks. Schick, dünn und leicht, aber dafür haben sie zumeist etwas mehr Leistung zu bieten. Als gutes Beispiel dienen hier die Produkte des Vorreiters Apple, der für seine MacBooks aber satte Preise verlangt. Das Median Arcoya S3409 ist da deutlich günstiger. Die getestete Variante kostet nur knapp 600 Euro und konnte im Test trotzdem überzeugen. Vor allem optisch ist das Arcoya S3409 ein echter Hingucker. Zwar besteht auch hier ein großer Teil des Gehäuses, wie bei günstigen Notebooks üblich, aus Kunststoff, doch sorgt Alu für mehr Stabilität und mehr Schick. Neben der Tastatureinfassung ist auch der Displaydeckel aus Aluminium. Auch in Sachen Gewicht macht das einen Unterschied. Im Vergleich mit einem 15-Zoll-Notebook ist das Arcoya S3409 sehr leicht und bringt nur 1301 Gramm auf die Waage. Ein guter Wert für ein 13,3-Zoll-Notebook und gut 1,5 bis 2 Pfund leichter als ein herkömmlicher 15-Zöller. Damit zählt das Median Arcoya S3409 zu den besonders leichten Notebooks. Das Arcoya S3409 ist ausgestattet mit einem Full-HD-Display. Keine Selbstverständlichkeit bei günstigen Notebooks. Satte 1920x1080 Pixel zeigt es auf dem 13,3 Zoll großen Bildschirm an und bietet dabei eine knackige Bildschärfe und eine sehr detailreiche Darstellung. Konkurrent Apple verlangt hier bei einem ähnlich großen Modell knapp das Doppelte. Zudem bekennt man bei Median Mut zur Mattheit, zumindest in Sachen Bildschirm. Der Verzicht auf eine Hochglanzoberfläche vermeidet unerwünschte Spiegel. Auch in Sachen Stärke punktet das Arcoya. Der Prozessor Core i5-7200U stammt aus Intels aktueller Kirby Lake-Reihe und bietet zwei Rechenkerne, die schnelle 2,5 GHz Takt, im Turbo-Modus sogar bis zu 3,1 GHz schaffen. Mit den 8 GB Arbeitsspeicher und Windows 10 plus SATA SSD mit 238 GB Speicherplatz ein durchaus großzügiges Gesamtpaket. Leider schauen Zocker dennoch in die Röhre. Wie die meisten Notebooks muss das Arcoya S3409 ohne zusätzlichen Grafikchip auskommen. Die Grafikberechnung übernimmt die Grafikeinheit im Prozessor, was zum Arbeiten und Videos gucken völlig reicht, für grafisch aufwendige Spielen jedoch nicht. Wer zocken will, muss also die Grafikeinstellungen deutlich runterdrehen oder sich an ältere Spiele halten, die weniger aufwendig bei der Grafik sind. Der eingebaute Akku muss mit 3 Akkuzellen auskommen. Das spart Gewicht, drückt aber etwas auf die Akkulaufzeit. Fast genau 4 Stunden Arbeiten oder Videos gucken sind drin, danach muss das Arcoya wieder in die Steckdose. Gespart wurde ebenfalls bei der Größe der Tasten. Schnelltipper müssen sich da zwar etwas umgewöhnen, dafür ist das Touchpad schön groß. Auf ein Touchscreen verzichtet das Median allerdings gänzlich. Wer hier etwas Passendes sucht, muss im Vergleichstest Convertibles oder im aktuellen Notebook-Test suchen.